Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir unter Kubuntu Linux die Netzwerkeinstellungen vornehmen können. Ich habe hier eine frisch installierte Version und der Firefox zum Beispiel ist noch nicht drauf. Wir haben aber als Conqueror einen Standardbrowser mitgeliefert bekommen, aber wenn wir jetzt mit dem ins Internet möchten, dann kommt hier noch eine Fehlermeldung, die Netzwerkeinstellungen scheinen noch nicht zu stimmen. Wir gehen auf unser K-Startsymbol, nehmen den Punkt Systemeinstellungen, klicken da drauf. Dann haben wir hier den Punkt Netzwerkeinstellungen bzw. Netzwerk und Verbinden. Dann darunter dieses Monitor-Icon Netzwerkeinstellungen. Klicken wir auch drauf. Da sind hier unsere Möglichkeiten, die Schnittstelle zu konfigurieren, derzeit noch gegraut. Ich kann sie nicht anwählen. Das ist jetzt bei dieser kleinen Monitorauflösung ein bisschen schlecht zu sehen. Aber ich habe hier unten eben den Systemverwaltungsmodus bzw. einen Button. Wenn ich da drauf klicke, werde ich gebeten, das Admin-Passwort einzugeben. Geben wir das schnell ein. So, und jetzt kann ich die Einstellungen verändern. Es wird mir jetzt auch nochmal anhand dieses roten Rahmens um die veränderbaren Einstellungsmöglichkeiten herum angezeigt. Klicke ich da mal drauf. Schnittstelle einrichten, habe ich jetzt hier wieder die Möglichkeit. Ich kann natürlich theoretisch auch die Schnittstelle hier deaktivieren auf diesem Button, aber jetzt wollen wir erstmal nur einrichten. Also klicke ich drauf, kann hier also angeben, ob die Adressvergabe automatisch erfolgen soll über DHCP. Das habe ich jetzt auch angewählt. Das ist die IP-Adresse, die ich dann dadurch bekommen habe. Ich könnte jetzt hier auf manuell klicken und dann hier eine manuelle IP eingeben. Es wird aber wohl funktionieren, sage ich mir jetzt mal, weil die IP hat Kubuntu ja von meinem Router bekommen, also da muss ich jetzt wahrscheinlich noch nichts ändern. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Abbrechen. Schauen wir uns mal Routing an. Hier ist der Standard-Gateway eingetragen. Das ist auch korrekt. Dann Namensauflösung. Hier sind die Begriffe ein bisschen anders gehalten, wahrscheinlich weil eingedeutscht. Namensauflösungen sind in der Windows-Welt oder auch bei Ubuntu DNS-Server. Und hier steht eben jetzt Rechner zur Namensauflösung. Das sind die DNS-Server. Hier steht ein DNS-Server von der IP her. Das ist ein falscher Wert. Keine Ahnung, warum der Router das da hinschickt. Deswegen müssen wir hier noch einen DNS-Server zusätzlich eingeben, nachdem wir NumLog eingeschaltet haben. 80.6.9.9.8.110 hinzufügen und nochmal 80.69.100.12 hinzufügen. So, das ist der falsche Wert, den können wir nach unten schieben. Nachdem wir Netzwerkprofile, ist alles okay, beziehungsweise ist nichts vorhanden. Dann können wir hier unten auf Anwenden klicken, damit das übernommen wird. Netzwerkeinstellungen werden neu geladen, es geht ruckzuck weiter, ist schon wieder weg. Dann sollten wir in der Lage sein, jetzt anwenden. Gut, schauen wir nochmal nach dem Conqueror. Jetzt müssten wir Internetzugang haben. Google.de. Da kommt Google.de. So viel zu den Netzwerkeinstellungen. Okay.